Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tropico 4. Wir haben am letzten Mal es geschafft, endlich unsere Bevölkerung wenigstens ein bisschen zufriedener zu stellen und auch einige Anhänger hier für unsere tolle Stadt Caralibo zu gewinnen. Denn wir brauchen hier immer mehr Touristen, die hier eine tolle Anhängerbewertung dann geben. Das ist unser Plan. Das finde ich doch nicht schlecht. Das kostet allerdings 19.000. Das sollten wir vielleicht auch mal angehen demnächst. Erstmal sollten wir aber eine Achterbahn bauen. Achterbahn kostet uns 13.000. Das ist ja nicht so viel. Haben wir aber gerade nicht. Finde ich schön, wie sie hier alle durchfahren. So. Ja, jetzt haben wir 13.000, 14.000. So. Achterbahn. So. Umwelt ist auch immer noch ein bisschen besser unterwegs hier. Können wir nicht vielleicht hier sogar... Zeugt weniger Verschmutzung. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich möchte nämlich gerne diesen Umweltauftrag erfüllen. Das ist eine der wenigen Missionen, wo wir das machen können, da wir hier ja keine Produktion von schwerwiegenden Minen und so nutzen müssen. Deshalb möchte ich das mal machen. Vielleicht sollen wir auch bald mal ein neues Hotel bauen. Ach ja, wir wollten ja dieses Luxus-Ding bauen, ne? Oh. Er hat viele Freunde. Und nur einige davon sind Diktatoren. Er hat sogar seinen eigenen Vergnügungspark. Sehr schön. Noch Fragen? Das ist El Pres, der Wahnsinnstyp. Sehr gut. Einiges an Anhängern nochmal gewonnen. So, wir können nochmal neuere Optionen hier annehmen. Die Hyperinflation möchte ich nicht. Präsidente. Sie laden Imperialisten und Despoten auf die Insel ein. Aber wo bleibt der einfache Mann? Ist Marco Moreno, die Flamme der Revolution, nicht Attraktion genug? Ja, das ging wenig. Ich habe mich für einen Besuch auf Caralibo entschieden und aus erster Hand aus dem kapitalistischen Zerfall auf ihrer Insel zu sehen. Bevor es soweit ist, muss meine Sicherheit gewährleistet sein. Begrüßen Sie Ihre Armee und ich werde kommen. Viva la Revolution! Hören Sie 5 Soldaten an, das müssen wir haben. Haben wir echt nur 2? Oh nein! Präsidente, Generalissimo Santana hatte einen Unfall, als er mit der Achterbahn gefahren ist. Die gute Nachricht ist, dass er am Leben ist und es ihm ganz gut geht. Der Generalissimo möchte, dass wir den Unfall vertuschen, aber ich denke, es wäre ein gefundenes Fressen für die internationale Presse. Dem Generalissimo wird das nicht gefallen, aber was ist uns wichtiger, Freunde oder Anhänger? Vertuschen Sie den Unfall, Geld aufs Schweizer Bankkonto, Attentätergeschichte. CIA ist schuld. So, wir brauchen die Anhänger, Leute. Präsidente, ich nehme Ihre Einladung an und werde sofort das 5-Sterne-Hotel auf Caralibro buchen. Möchte jedoch hinzufügen, dass ich kein Schwindler bin. Ich muss gestehen, dass ich mich darauf freue, ein paar Ihrer Inselattraktionen zu besuchen. Vielleicht sehen Sie mich auch in einer berühmten Ihrer Shows an. Mein Stab hat mich informiert, dass es einige Organisationsprobleme gibt und ich bin mir sicher, dass sie alles so schnell wie möglich gelöst wird. Bauen Sie ein neues Luxushotel. Das kriegen wir hin. So, was ist denn hier mit unseren Wachposten? Oberschule männlich. Wir brauchen hier echt viel mehr Personal in den Schulen. So. Bauen Sie ein Luxushotel. Das kriegen wir auch hin. Tourismus, Luxushotel. Ja, Geld zahlen, kein Problem. Hier hinter diesem Brunnen. Direkt neben der Achterbahn. Mit der Achterbahn, wo hier Generalissimo Santana, ne? Und so. Das müssen wir immer betonen jetzt. Das bringt uns bestimmt weitere Follower hier. So, 58er Umweltstandard. Hatte ich jetzt das bei beiden gemacht? Ja. Rebellenangriff, oh nein. Aber Rebellen sind in der... Ja, sind weniger. Ich hoffe, das ist okay. 59er Umwelt übrigens, Leute. Vielleicht schaffen wir es. So. Buona tarde. Grün ist grün. Er kann die Erderwärmung aufhalten, aber er mag es heiß. Er ist kein Umweltschützer, er ist ein Erdkrieger. Das ist El Pres, der Wahnsinnstyp. Sehr schön. Haben wir den Auftrag doch erfüllt?
Und wir sind schon fast bei dem Geld für unser Konto hier. Das gefällt mir doch. Überall Dosenfleisch. Dosenfisch ist es wahrscheinlich sogar. So. Tourismus. Ich will so ein Hotel hochhaus bauen, Leute. Kriegen wir das hier noch hin? Ja. Das ist eigentlich passend. So. Hohe Priorität. Präsident, einer unserer größten Anhänger hat ein kompromittierendes Foto von Senator Richards im Kabarett. Die Amis wollen, dass wir diese Fotos irgendwie zerstören. Ich bin mir sicher, dass wir im Gegenzug dafür etwas erhalten. Wenn wir sie aber veröffentlichen, könnten wir damit öffentliche Aufmerksamkeit auf Cara Libro und sie lenken. Stören Sie das Foto, 20 US-Beziehungen, er ist ein Senator. Machen wir das, wir erpressen den Senator. Die Schweizer kaufen die Uhren bei ihm. Die Schweizer Garde würde gern seinen Palast bewahren, hat aber nicht die notwendige Qualifikation dafür. Das ist El Press, der Wahnsinnstyp. Haben wir nämlich den Auftrag auch schon erfüllt. So, wir müssen auch mal wieder Wachposten bauen, denn wir sehen ja gerade, wir werden ja ziemlich zerstört. Aber das Problem, glaube ich, eher ist, dass wir die nicht bestücken können, die Wachposten, aber naja. So. Ein Unglück, Präsident. Das kriegen wir hin. Ja, die Rebellen waren leider erfolgreich. Sind Sie es leid, dass Rebellen ihre Häuser in die Luft jagen? Dann schließen wir jetzt die Rebellenüberfallversicherung ab. Oh nein, zwei ausländische Touristen werden nach der Entführung als Geiseln festgehalten. Nee. Okay. Geiselübernahme lösen. Brauchen nochmal ein Parkhaus. So. Du solltest eigentlich auch bald mal fertig sein, hoffentlich. Wir können noch bald mal die 7000 überweisen. Ja, so. Gut. So, jetzt ist das Hotel auch noch fertig. Wir sind auch schon hier ziemlich nah dort dran. Und was wir machen sollten, wäre jetzt noch diese Soldatenforderung mal zu erfüllen. Natürlich leichter gesagt als getan, denn wir haben ja ziemlich viele Soldaten verloren. Das ist halt immer noch aktiv. Wann kommt denn endlich mal wieder ein Schiff? Da. Wie lange war das jetzt bitte nicht da? Das habe ich doch vor Ewigkeiten schon in Auftrag gegeben. Präsidente, gute Menschen werden nicht unbedingt berühmt. Einige der berühmtesten Präsidentes sind ziemliche Schurken. Keiner sagt, dass sie böse sind, aber ein paar Verhaftungen oder öffentliche Hinrichtungen könnten ihm Ruhm mehren. Natürlich könnte das Konsequenz geben, aber das ist der Preis, den wir manchmal zahlen müssen. Jetzt gewinnen sie jedes Mal einen Anhänger. Einen Anhänger? Also, nee, dafür mache ich das nicht. Für einen Anhänger? Für 1000 vielleicht. So. Und viel mehr Arbeiter. Vielleicht sollten wir nochmal eine Oberschule bauen. Nochmal eine zweite. Weil wir brauchen hier so viele qualifizierte Arbeitsplätze. So, ich will jetzt gerne nochmal eine Attraktion machen. Vielleicht sogar eine Luxusattraktion. So ein Aquapark wäre doch geil, oder? So, ein Aquapark bauen wir. Heute haben wir Botschafter Lord Chaffney eingeladen, um mehr über die wachsende Freundschaft zwischen Tropico und der EU zu erfahren. Ich habe gerade mit meinem werten Freund El Presidente vorzüglich zu Mittag gegessen. Unsere Beziehungen werden ebenso vorzüglich bleiben, solange ich meinen Tee mit ihrem fabelhaften tropikanischen Teegebäck einnehmen kann. Präsidente, unser Bildungsminister soll als Gast da an der populären Wissenschaftsshow Kluge Köpfe der Karibik teilnehmen. Sie möchten Ihre neue Folge in den neuen Gebäuden der Wissenschaftsakademie drehen und würden dies auch in Ihrem Budget bezahlen. Ich hoffe, dass Sie das neue Gebäude nach Ende Ihrer Experimente noch stehen wird. Gut, wir bauen eine Wissenschaftsakademie, das können wir sehr gut machen. Wissenschaftsakademie, wo war die denn nochmal? Wohl unter...
Was ist eigentlich hier mit Warn vor Katastrophen? Warum eigentlich nicht, ne? Langsam geht uns hier fast schon der Platz aus. Oh, das war aber ein teures Ding. So, wir bauen plötzlich mal hier eine neue Straße dran. So. Und immer noch mehr Soldaten, ne? Gut. Dass wir immer noch nicht mehr Soldaten kriegen. Jetzt haben wir 4 von 5 immerhin. Naja, aber wir sind ja schon fast durch. Ich denke, wenn dieser Aquapark durch ist vielleicht. Das ist ein Paradies, vor allem hier ist es schon. Preise verdoppeln sich natürlich. Machen wir das mal. Als Outlet. Tatsächlich gerade nicht genug Leute, die hier quasi absteigen in unseren Hotels. So, was wir jetzt mal dringend brauchen, wäre eine Kathedrale. Denn die Religiösen sind sehr, sehr unzufrieden mit uns. Das soll immer schleunigst ändern. Wieder nur 3 von 5 Soldaten, ne? Ne, jetzt haben wir 4 von 5. Okay, Leute. Brauchen Leute aus Übersee für unsere Soldatenposten. Traurig, aber wahr. Aber wir müssen mal diesen Auftrag langsam erfüllen. So. Es fehlen echt Oberschulleute. Das wäre natürlich tatsächlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass unsere Oberschulen vernünftig ausbilden. Viele wie gehen. So, ausländische Experten sind da. Jetzt haben wir die Soldaten. Jetzt sind wir fast durch tatsächlich. Viel fehlt echt nicht mehr. Präsident, hier ist ein dringendes Telegramm aus Washington. Setzen Sie den Rebell Marco Moreno fest. Die CIA hat Mr. Moreno als interessante Person markiert und er wird verdächtigt, an Terroraktivitäten in der Karibik beteiligt zu sein. Natürlich werden wir Ihre Hilfe entschädigen. Wir begrüßen Ihre Diskretion bei dieser Angelegenheit. Moreno an die USA übergeben. Moreno warnen. Schicken Sie den Film der gewagten Flucht an die Presse. Das machen wir. Damit haben wir nicht gewonnen. Sieg! Ich habe über 1 Million Anhänger. Das ist toll. Das Todai-Magazin hat mich zur beliebtesten zeitgenössischen Person gewählt. Jeder sucht meine Freundschaft. Promis aus Hollywood und Rockstars wollen sich mit mir fotografieren lassen. Ich bin berühmter als die Beatles. Mein Plan hat funktioniert. Die Welt beachtet mich. Geld und Ruhm ist alles, was ich brauche, um Tropico zu einer Supermacht zu machen. Sehr schön. Also wir haben diese Mission erledigt. Und ich würde sagen, da wir noch relativ früh in der Folge sind, fangen wir auch schon mit der nächsten Mission an. Lalalalalala. Ist immer wieder blöd, dass ich hier zurückspulen muss. Ich stehe gerne. Nächste, wir sind ja schon bei 4. Schon bald wird Tropico zu einer Supermacht aufsteigen. Ja. Wir brauchen eine starke Wirtschaft. Ja. Und ich kenne genau den richtigen Ort dafür. Auf Yermo Encarnado gibt es kaum Rohstoffe. Aber die Insel liegt an den internationalen Handelsrouten. Sie ist bestens geeignet, um das Zentrum von Tropicos Industrie zu werden. Doch dafür brauche ich die Hilfe meines neuen Freundes, Keith Preston. Ich mag Leute, die nur Geld im Kopf haben. Sie sind berechenbar. Ich hingegen strebe nach Macht. Der ultimativen Macht. Ja, das tun wir. Wir sind ja El Presidente gemeinsam. Und wir werden diese Mission schaffen. Und hier wunderbar uns nicht davor abschrecken lassen, dass wir keine Rohstoffe kriegen können, sondern hier nur verarbeiten können. Wie geht's, Partner? Ich habe den Vertrag, so wie besprochen, vorbereitet.
Als Austausch für die 20% Aktien von Yermo Encarnados Industrieinsel finanziere ich Ihre Operation mit $20,000 und schicke Ihnen einige meiner wertvollen Mitarbeiter, um die Arbeitskraft Ihrer Insel aufzubessern. Vielleicht sind Sie ein bisschen enttäuscht, weil Sie die Annehmlichkeiten des Lebens in der Großstadt fühlen müssen, aber Sie sind gut ausgebildet und sollten sich als nützlich erweisen. Der wichtigste Aspekt ist natürlich meine unbezahlbare Erfahrung. Hören Sie auf mich und Sie werden weit kommen, Partner. Belohnung $20,000 in die Staatskasse gut ausgebildeter Einwanderer kommen an. Alles klar. So. Fangen wir schon mal damit an. So, ich glaube, hier kann man wirklich keine Farm bauen, ne? Ja. Penultimo hat die Blaupläne verloren. Okay. So, das heißt, wir werden uns auf jeden Fall mal ein paar Ranches holen müssen, damit wir hier uns ein bisschen absichern können, was Nahrung angeht. Und wahrscheinlich auch ein bisschen. Wir haben schon ein paar Fischer. Aber die verdoppeln wir nochmal, die Fischereiproduktion. Na komm. Warum muss ich den denn so weit wegbauen? Hallo? Okay. So, wir könnten auch Holz abbauen. Das sollten wir auch vielleicht mal machen. So, dann haben wir, wenn ich jetzt sehen, die wenigen Sachen, die man hier machen kann, haben wir dann jetzt, glaube ich, mal eben angegangen. So, und ich denke, jetzt werden wir ziemlich schnell den neuen Auftrag kriegen, was wir da machen sollen. So. Ja. So anzubauen ist nie falsch. Regierung, Einwanderungsbehörde. Die brauchen wir nicht immer möglichst schnell. So. Wobei wir gesagt bekommen haben, dass wir qualifizierte Einwanderer treffen werden. Blöde ist, dass wir jetzt nur einen Hafen haben, ne? Aber hier könnten wir noch einen Hafen bauen. Das sollten wir auch auf jeden Fall zeitnah tun. Um den Mangel an Rohstoffen der Insel auszugleichen, sind wir auf Importe angewiesen. Für unseren Plan brauchen wir zunächst ein Zollamt. Mit diesem Gebäude können wir den Preis unserer Exporte erhöhen, beziehungsweise die Kosten unserer Importe senken. Nachdem der erste Schritt unseres Plans umgesetzt ist, werde ich meine Beziehung spielen lassen und niedrige Importpreise für die Rohstoffe aushandeln. Das sollte unserer Industrie die nötige Schubkraft verleihen, um ins Laufen zu kommen. Bauen Sie ein Zollamt, Belohnung 30.000 in die Staatskasse, 30% reduzierte Rohstoffpreise. Das machen wir sofort. Allein schon, weil uns das so viel Geld direkt gibt. Allein das ist schon viel wert. So. Und dann bauen wir tatsächlich nochmal ein Baubüro. Das war auch schnell. Schnell. Wir brauchen nämlich dringend hier ein bisschen mehr Bauzeugs. So, die haben wir schon mal, das ist gut. Zollamt. Wir brauchen auch sicherlich ziemlich Zeit an der Oberschule, denn wenn ich mich nicht täusche, müssen wir für alle die Produktionsgebäude, also die Rohstoffe verarbeiten, für die brauchen wir alle Oberschulleute. Und da sollten wir das auch möglichst schnell dann angehen. So. Gut, das Zollamt ist direkt fertig geworden, sehr gut. Wir sollten jetzt fortschrittliche Industrien aufbauen, Partner. Bauen Sie eine Konservenfabrik und aktivieren Sie den Kaffeeimport über das Infofenster des Gebäudes oder den Abschnitt Import des Journals. Kaffee in Dosen aus der Karibik ist sehr beliebt und in den Cafés der USA. Aus irgendeinem Grund sind die Yankees total verrückt nach dem Zeug und zahlen dafür einen hohen Preis. Wir müssen mindestens 1000 Einheiten exportieren, um eine große Nachfrage zu decken. Wir sollten mehr als eine Dosenfabrik bauen, um unsere Industrie schneller in Gang zu bringen. Machen wir. Industrie. Konservenfabrik. Das wird echt zahlen, das ist ja ungefähr. Industrie. Konservenfabrik. Ja, zwei sollten erstmal reichen. So, und ich werde hier tatsächlich direkt mal eine Straße hinbauen, weil ich das Gefühl habe, dass wir die brauchen könnten hier. Dieses Quadrat sozusagen. So. Hier können wir auch mal eben schnell bauen. Klinik auch. Okay,
Jetzt sollten wir mal eben aufhören, was zu bauen. Wir haben gerade kein Geld. Nächstes Schiff kommt in 6 Monaten. War nicht so schlau von mir. Bisschen wenig auf mein Geld geachtet, aber naja. Stimmt, ist halt, wir brauchen auch Geld für Importe erstmal. Naja, ist ja November. Hilft ja nix. So, ja, die sind halt gleich da, bringt aber immer noch nicht so viel. So, okay, einiges an Finanzhilfe, immerhin. So, Importe zulassen. Importe zulassen. Alles klar. So. Hola, Presidente. Ich hätte das vielleicht vorlesen lassen sollen, ne? Sorry, da habe ich gerade zu schnell geklickt. Wir werden sicherlich einen weiteren Hafen bauen. Wie viel kostet ein Hafen? Erstmal müssen wir ihn kaufen. Jetzt können wir ihn bauen. Naja, wir sind gleich wieder pleite. Können wir hier vielleicht 2 Häfen hinbauen? Zumindest können wir da gleich noch was nebenbauen. Also so ein Fischer oder so. Ist schon mal auch viel wert. So. Jetzt werden wir erstmal ziemlich viele importieren, glaube ich. So, dass wir da wahrscheinlich gleich ein bisschen wenig Geld haben werden. Wir werden auch hier nochmal einen neuen Fuhrpark uns holen müssen. So, die können aber jetzt gleich loslegen. Das ist doch schon mal was. Ja, eine Oberschule sollte auf jeden Fall unser nächstes Ziel sein. Denn wir brauchen wirklich die Arbeitskräfte. Wobei, Fisch können wir zum Beispiel auch selber verarbeiten. Wenigstens etwas, was wir selbst verarbeiten können. Es gab Aufstände, nachdem die Armee versucht hat, Pfarrer Esteban gewaltsam aus einer Bar zu holen, damit er die Messe in der neuen Kirche abhält. Seitdem werden einige Soldaten vermisst. Vermutlich betrunken. Der Pfarrer sagte Folgendes. Noch so einen, aber einen großen. So. Wie sieht's mit dem Hafen aus? Den sollten wir auch mal eben schnell bauen lassen. Aber dieses Mietshaus ist auch wichtig, weil das ist schon sehr, sehr lange dran. Und wurde sträflich vernachlässigt von uns. Und doch sehr lange Zeit. Das zeichnet sich an den Hütten, die drumherum sind, ab. So, hier unten werden wir auch nachher eins bauen, sicherlich. Weil hier ist auch sehr, sehr viel los insgesamt so. 19 neue Einwanderer. Sie haben auch was exportiert. So, Importe zulassen bei beiden. Und wir sollten ja auch bei beiden gleich Packhäuser bauen, wenn wir denn das Geld dafür haben. Na komm, wenigstens Januar eben. Werter Präsident. Ja, Oberschule bauen wir auch. Ich klicke gerade schon wieder zu viel weg. Das tut mir sehr leid. Da muss ich irgendwie drauf achten, dass ich das nicht die ganze Zeit mache. So, und das sollten wir auch direkt jetzt mal machen. Also erstmal wieder ein Mietshaus haben. Zack. So, aber erstmal sollten wir jetzt auch die Oberschule angehen. Was habe ich da oben eigentlich gebaut? Ein Holzfällerlager. Okay, wir bauen tatsächlich auch mal ein Baubüro. So. Aktuell brauchen wir auch noch viele normale Leute. Das heißt, wir werden noch nicht auf... darauf gehen, dass wir erstmal hauptsächlich die Elite quasi uns holen, sondern alle erstmal nochmal. Aber wir haben noch offene Stellen in mehreren Bereichen. So, der Hafen ist fertig, das ist doch schon mal gut. Und das heißt, wir werden uns auch nochmal einen Infrastruktur, einen Fuhrparkbüro holen. Ja, schade, das natürlich genau nicht. Wo ist eigentlich hier das Parkhaus? Ich weiß gar nicht, ob man das so machen darf, mit 2 Straßen so nah aneinander. Nee, natürlich nicht. Machen wir das mal so. Gut.
So, und eigentlich sollten bald Kaffeeindosen exportiert werden. Hoffentlich. Ich glaube, wir könnten da auch gleich nochmal eine Fabrik für bauen. Aber es ist eine Mission und ich bin mir ziemlich sicher, dass da demnächst bald sein wird. Und der Preis für Kaffee in Dosen ist gesunken. Damit wir auch andere Sachen bauen. Das ist immer ein bisschen vorhersehbar in diesen Missionen eigentlich. Aber naja. So, können wir jetzt vielleicht auch die Oberschule herbekommen. Das wäre ganz nett. Halt aktuell nicht mal genug hier, um die alle dort zu nutzen. Wir sollten auch dringend dann hier gleich in der Oberschule direkt dafür sorgen. Wir können auch direkt nochmal eine Grundschule bauen, ne? Ich glaube, auch das sollten wir gleich tun. Und auch hier direkt, also drei Spezialisten. Natürlich einiges kosten, aber diese Kosten müssen wir gerade mal tragen. So. Gut. Großarmee ist zu klein, ja, aber damit werden wir uns sicherlich auch auseinandersetzen, keine Frage, aber noch nicht jetzt. Brauchen wir mal zwei Mietshäuser. Polizeistation und so müssten wir uns eigentlich auch bald holen, aber ich würde sagen, an dieser Stelle war es dann erstmal von dieser Folge, in der ja viel geschafft ist. Wir haben ja die eine Mission noch beendet und jetzt die neue schon angefangen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wieder auf das Folge klicken, unten rechts ein Projekt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.